Seit 52 Jahren dreht sich das Lügenkarussell der Weltuntergangspropheten. Jüngstes Beispiel? Der dieser Tage veröffentlichte Klimabericht der Weltwetterorganisation WMO. Weltuntergangsszenarien und Panikmache sind das Geschäftsmodell einer weltweit agierenden Ökomafia. Nicht erst seit heute. Erst war es der saure Regen, dann das Waldsterben, danach das Ozonloch, schließlich die neue Eiszeit. Zum 52. Mal jährt sich in diesem Jahr der sogenannte Earth Day, der Tag der Erde. Dieser linke Aktionstag wurde 1970 von Öko-Hippies im kunterbunten und queeren San Francisco ins Leben gerufen. Vermutlich nach reichlich Drogenkonsum. Seit 1970 warnen sogenannte Wissenschaftler, untergehakt mit dem politisch-medialen Komplex, vor dem drohenden Untergang unseres Planeten. Ein glänzendes, milliardenschweres Geschäftsmodell. Bis heute. Das Vermögen der neuen Klimascheinheiligen Greta Thunberg wird von angeblich seriösen Quellen auf, in Anführungsstrichen, nur 2 Millionen Euro geschätzt, Stand 2021. Andere Quellen, die von selbsternannten Faktencheckern als Fake News diffamiert werden, sprechen von bis zu 50 Millionen. Doch zurück zum Karussell der Öko-Lügen. Der Öko-Kollaps, der nie eingetreten ist. Es ist eine unendliche Geschichte. Wie aus dem gleichnamigen Hollywood-Klassiker von 1984. Jeder Teil, jedes Wesen von Phantasien ist ein Stück der Träume und Hoffnungen. Es ist höchst aufschlussreich, welche düsteren Vorhersagen die Wissenschaft bereits im Frühjahr 1970 der Menschheit weissagte und was davon eintrat. Unter anderem der Harvard-Biologe George Wald sagte damals den Untergang der Zivilisation in den nächsten 15 oder 30 Jahren voraus. Interessant ist auch, was in der sogenannten Klimaforschung vermeintlich hochkompetente Experten sonst noch so an Prognosen anzubieten hatten. Zitat: Die Welt kühlt sich seit etwa 20 Jahren stark ab. Wenn sich die gegenwärtigen Trends fortsetzen, wird die Welt im Jahr 1990 etwa 4 Grad kälter sein als die globale Durchschnittstemperatur. Der Begriff Klima übrigens definiert Zeitverläufe über Millionen von Jahren. Wissenschaftlich gesehen leben wir seit etwa 11.000 Jahren im Übergang von einer Eiszeit zu einer neuen Warmzeit. Wie gesagt, vor 50 Jahren ist die Welt fast erfroren, heute sind wir kurz davor zu verglühen. So schnell ändern sich die Zeiten, geht ihnen ein Licht auf? Schluss mit dem Öko-Schwindel,